Wir begrüßen alle ganz herzlich zur Radiosendung des Missionswerks Evangelische Missionsgemeinden in Deutschland. Das Thema der heutigen Sendung lautet Hilfe für die Zukunft, statt Neugierde zu stillen. Darüber spricht Viktor Berg. Von Gott geliebte Zuhörer, die Gnade unseres Herrn Jesus und der Friede Gottes sei mit euch allen beim Vernehmen dieses brisanten Wortes, das die Menschheit von der Zeit der Jünger Jesus bis heute bewegt, nämlich die Zeit, nachdem Jesus gesagt hatte in Matthäus 23, Vers 39, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Denn sofort bohrt sich die Frage, und was kommt jetzt? So auch die Jünger, sie warteten auf einen günstigen Moment und wollten es genau wissen, wann wird die Zeit deines Kommens sein? Und so entstand auch beim Nachdenken in mir dieses hochaktuelle Thema, wann wird Jesus wiederkommen? Doch dem Herrn Jesus war wichtig, nicht ihnen und somit auch uns die Neugierde zu stillen, sondern eine Hilfestellung zu geben, um standhaft zu sein in der Nachfolge. Und so lesen wir diesen Dialog im Kapitel 24 aus Matthäus Evangelium. Jesus ging hinaus und vom Tempel hinweg, und seine Jünger traten herzu, um ihn